Willkommen hier am Montag zum Tippspiel mit Uwe. Hallo, schön. Wir sind hier natürlich wieder am Start und wollen tippen. Es ist, ja, man kann sagen, es ist immer noch eine Länderspielpause oder war, weil die WM-Quali-Spiele sind ja auch schon zu Ende. Deutschland hat gewonnen, trotz eines Gegentors. wie sieht es aber beim Tippspiel aus? Das ist eine ganz andere Sache. Ich habe wenigstens 6 Punkte gut gemacht, aber wir beide haben am letzten Spieltag richtig gut getippt, muss man zugeben. Ich habe 45 Punkte geholt und Uwe hat 39 Punkte geholt. Jawohl. Somit habe ich halt von 32 Punkten Rückstand, habe ich nur 26 Punkte Rückstand. Ich bin leider noch nicht bei der 700-Punkte-Marke. Nur 2 Punkte fehlen. Ich habe 698 Punkte, demzufolge hast du 724. Und ich hoffe natürlich, dass ich weitere Punkte aufholen kann. Und wenn es nur 6 sind, ganz ehrlich, dann soll es mir recht sein. Ja, ist ja so. Das stimmt wohl. Und dann kann es auch immer noch hier spannend werden. Weil Europacup-Teilnahme, ob Champions League oder Europa League, ist genauso spannend wie der Abstiegskampf oder eben beim Tippspiel. Das ist auch noch immer alles möglich, muss man zugeben. Außer, wenn er auf hier einmal mit 50 Punkten führt, dann ist für mich Hopfen und Malz verloren. Weil das ist dann eigentlich fast nahezu unmöglich. Ja, das stimmt. Da gehen wir jetzt mal der Mannschaft. Genau. So, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit der ersten Partie. Und die hat schon in sich Berlin-Hoffenheim. Beide auf dem Weg natürlich Richtung internationales Geschäft für die nächste Saison. Ja. Berlin hat aber einen herben Dämpfer kassiert am letzten Spieltag. Da hat man nämlich Aussitz in Köln mit 4:2 verloren. Ja, 4:2 war es, genau. Hoffenheim hingegen hat, glaube ich, Remis gespielt, war das? Ah ne, gewonnen gegen Leverkusen. Im Hinspiel war es ein 1-0 Erfolg für Hoffenheim. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer denn als letztes angefangen zu tippen. Ich oder du, weißt du das noch? Warte mal, sagen wir jetzt mal, du hast hier, glaube ich, angefangen zu tippen. Du, ich, das heißt, du fängst an. Ich wieder. Ja, das ist ja wieder doof zu tippen. Ne? Berlin auf Hoffenheim. Hoffenheim, ja. Hoffenheim gewonnen, Berlin verloren. Das ist ja wieder so ein Spiel. Kann man ja nicht immer so ganz 100%ig werden, muss man ja auch sagen. Das kann man auch nicht, das Spiel ist von Spiel zu Spiel anders. Ja. Ja, was soll ich tippen? Ich weiß nicht, was soll ich tippen? Also ich habe schon so eine leichte Tendenz. Oh, das ist so schwer. Ich habe nur eine leichte Tendenz. Ich tippe 1-1 von Unentschieden. Ja? Ich muss zugeben, das war eigentlich auch eben mein allererster Gedanke. Hab aber dann so gedacht, wenn jemand eher gewinnen sollte, wäre es meiner Meinung nach Hoffenheim, die natürlich stark spielen, muss man zugeben. Klar, nur ein 1-0 gegen Leverkusen und Leverkusen hat ja auch gut dagegen gehalten. Hätte ja auch 1-1 ausgehen können. Berlin muss natürlich Gas geben. Ich gehe aber davon aus, dass Hoffenheim gewinnt und sag mal Standardtipp 1-2 vor Hoffenheim. Bei unserer nächsten Begegnung, relativ einfach zu tippen, wie ich finde, Bayern spielt gegen Augsburg. In der Hinrunde war es ein 3-1-Erfolg für Bayern. Augsburg hat, da muss ich jetzt mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen die gespielt haben, gegen Freiburg waren 1-1. Ich glaube nicht, dass Augsburg in München ein Tor schießt, deswegen sage ich schon mal eine 0. Jetzt ist die Frage, wie hoch. Bayern möchte sich auch nicht verausgaben, weil man ja jetzt auch schon bald gegen Real Madrid spielt. Und möchte jetzt auch nicht zu hoch greifen und sagt deswegen auch nur 2-0. Ja, die 0 nehme ich natürlich auch. Das ist leider nicht aber 3-0. Ja, aber klar, dass du wieder 1 höher bist. Das ist aber so, muss ich. Ja. Den gleichen Tipp gebe ich nicht. Das ist klar. Aber den nächsten Tipp weiß ich schon, den ich jetzt nehme. Ja, und deswegen hat er wieder gut gepasst. 1-2. Freiburg-Bremen 1-2, das kam schnell. Jawohl. Hinspiel, wollte ich eigentlich noch sagen, aber kann ich ja trotzdem noch was sagen. Im Hinspiel hat Freiburg 3-1 gewonnen, im Weserstadion. Ja, diesmal nicht. Und ich muss mich auch den Tipp anschließen, also Bremen spielt stärker, man hat gegen Leipzig 3-0 gewonnen, also wenn das nicht eine Tendenz auf jeden Fall nach oben ist, natürlich muss man immer darauf aufbauen und es kommen auch andere Gegner, darf man nicht vergessen, da ist die Motivation oder auch die Teamdynamik, die Chemie, die geistige Fähigkeit immer ein bisschen anders, aber ich gehe auch von einem Sieg der Bremer auf und tippe auch 1-2. Jo. Nächste Begegnung,
nimmt Köln Revanche für die DFB-Pokalniederlage. Hamburg empfängt Köln. Hamburg hat ja Köln im Viertelfinale rausgeschlagen. Nee, im Achtelfinale. Achtelfinale, sorry. Rausgeschlagen. Oder was jetzt? Auf jeden Fall im DFB-Pokal. Ich komme jetzt gerade mit den Runden durch den Land da. Hamburg hat am letzten Spieltag, glaube ich, was unentschieden gespielt. Genau, ein 0-0 in Frankfurt. Köln halt gewonnen. Im Hinspiel war es ein 3-0 Erfolg für Köln. Köln spielt auswärts, deswegen gehe ich auf jeden Fall nicht so hoch davon aus. Ganz hoch nicht. Hamburg ist jetzt gar nicht auch so schlecht in der Offensive, deswegen sage ich mal, die schießen ein Tor. Zwei Tore, na, glaube ich eher nicht, deswegen sage ich mal, ist es fast wie im Hinspiel und tippe Hamburg 1, Köln 3. Oh, das ist hoch. Ja, gut, ich würde nicht ganz hoch gehen, ich würde aber ein Standard-Tipp 1-2 tippen. Also, ganz hoch gehe ich da diesmal nicht, na, dann mag ich nicht. Okay. Aber gut. Gut, kommen wir zur nächsten Begegnung. Man kann sagen. Obwohl, das geht eigentlich. Ja, das geht. Der zweite empfängt den Tabellenletzten. Leipzig empfängt Darmstadt. Ja. Im Hinspiel war es ein 2-0 Erfolg für Darmstadt. Was sagst du? Darmstadt ja auch nach dem Sieg, glaube ich, also war es gegen Mainz. Ach nee, Darmstadt hat verloren in Wolfsburg. Ja, also ich würde vor, jetzt mal, ich meine, ja, da würde ich jetzt, glaube ich, doch eher mal auf Leipzig gehen. Diesmal. Ja. Und ich würde mal ein stumpfes 2-0 tippen. Das ist auch mein Tipp. Für Tipp aus Leipzig. Ja, muss auch ich das auch. Kommt, weil das ist ja auch mein Tipp, weil ich glaube schon, dass Leipzig jetzt nach der Niederlage wirklich in Bremen ein bisschen daraus gelernt hat. Deswegen tippe ich auch eher 2-0. Dieses Mal ist echt schwer zu tippen. Ja. Nächste Begegnung ist schwer, wie ich finde. Ja, ja, genau. Nächste Begegnung ist eigentlich für mich das Topspiel, ist es aber noch nicht. Schalke empfängt Dortmund. Das ist auch im Hinspiel war es im Übrigen das Topspiel. Da war es ein torloses Remis, 0-0. Da haben wir beide auch auf den anderen getippt. Ich auf Schalke, du auf Dortmund. Mal sehen, wie es jetzt ist. Ich muss tippen. Ich glaube, dass er Dortmund gewinnt. Dortmund hat auch immer noch die Chance, Zweiter zu werden. Schalke spielt gut. Ja. Schalke wird ein Tor zu Hause schießen. Tipp aber Standard-Tipp. Ja, ja. Dortmund ja, 2-1. Musst du. 1-2. Muss ich leider auftippen, was sonst kann ich nicht tippen. Muss ich leider mich anschließen. Nicht mal. Das erste Mal! Ja, genau. Ja, nee, ich glaube nicht das erste Mal, aber. Nee, das erste nicht, aber jetzt hier bei dem Tipp jetzt. Das versuche ich aber auch anders. Aber dieses Mal kann ich nicht anders tippen. Ja, das ist schwierig. So. Ja, gut. Kommen wir mal zum Top-Spiel. Oh. Und zwar ist es Frankfurt empfängt Gladbach. In der Hinrunde war es das Freitagsspiel, da ging es ebenfalls, so wie bei Schalke Dortmund, 0-0 torlos aus. Glaube ich nicht, du musst tippen. Ja, ich muss tippen, ich soll wieder tippen. Ne? Frankfurt gegen Gladbach. Ich habe schon auch so eine gleiche Tendenz, weil ich schon so eine Vermutung habe, was passiert. Wird Gladbach denn jetzt gespielt? Gladbach, kann ich dir sehr, sehr gerne sagen. Ja, Gladbach hat gegen Bayern 1-0 verloren zu Hause. Und Frankfurt zu Hause torlos gegen Hamburg. Im Spiel war es auch 0-0. Ja, das ist jetzt ja wieder so ein Dramaspiel. Ja. Drama, Baby, Drama. Vielleicht soll ich mal was riskieren. Jetzt kommt's. 5-0 in Gladbach. Nee, 1-2 Gladbach. 1-2. Okay, ich gehe nicht ganz so hoch an, ich mag das nicht so gerne. Ich wollte das unentschieden tippen. Aber unentschieden glaube ich nicht. Und davon gehe ich eher aus. Also ich gehe eher von einem Remis aus, muss ich zugeben. Also Gladbach spielt zwar gut, Frankfurt muss aber jetzt so ein bisschen mehr hier den Punch finden und ich glaube schon, dass jetzt während der Länderspielpause Kovac die richtigen Worte gefunden hat. Das könnte vielleicht jetzt so, sag ich mal, dieser kleine Wendepunkt bei Frankfurt sein. Glaube nicht, dass Frankfurt gewinnt. Da spielt Gladbach ein bisschen zu konstant. Oder was heißt ein bisschen? Also die spielen halt ein bisschen konstanter als Frankfurt. Deswegen gehe ich aber trotzdem von einem Remis aus. Es ist das Topspiel. 2-2 ist ein bisschen unrealistisch, deswegen 1-1. Ja, das ist. Kommen wir zu den Sonntagspartien, zuerst Ingolstadt Mainz. Da war es im Hinspiel ein. Was sind denn die? Ah, da. Ein 2-0 Erfolg für Mainz. Davon gehe ich noch nicht mal aus, muss ich zugeben. Ich finde Ingolstadt ein bisschen stärker als Mainz aktuell. Und deswegen gehe ich da auch auf den Standardtipp für Ingolstadt 2-1. Oha, gehst du Mainz denn stärker? Finde ich schon. Also man hat auch nur gegen Dortmund mit. War das 2-1 oder 1-0? Ja, mit 1-0 verloren. Hat man gut dagegen gehalten.
finde ich eher. Du kannst ja eine andere Meinung haben. Es war keine Vermutung. Es ist schwer, ja. Das stimmt. Deutschland, ich könnte mal, weil die haben gut gegengehalten, das stimmt allerdings. Mhm. Aber trotzdem, meins ja gut. Ich hoffe natürlich, du tippst was anderes und dann geht's bei 1 aus und ich hol. Ja, das gleiche zu tippen wäre sinnlos eigentlich, finde ich auch. Ich ja. Nicht ganz, aber wenn du. Wenn, ich bin da nicht ganz. Nicht man muss ja auch immer so für sich ein bisschen realistisch denken, deswegen kann man ja manchmal nicht so das. Ich tippe auch mal unentschieden, wenn ich falsch liege. 1-1? 0-0? Okay. Oder kommen wir zur letzten Begegnung. Leverkusen-Wolfsburg. Im Hinspiel war es ein 2-1-Erfolg für Leverkusen. Was glaubst du? Leverkusen-Wolfsburg. Leverkusen spielt zu Hause. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie diesmal gewinnen würden. Leverkusen? Okay. Obwohl Wolfsburg im Moment, ja gut, was heißt dieses gut? Ja, aber die spielen noch nicht so konstant, finde ich. Leverkusen aber auch nicht. Nee, das ist ja, hat verloren. Die spielen beide nicht so wirklich. Ich habe schon meinen Tipp im Kopf, muss ich sagen. Aber das ist jetzt für mich auch wieder so ein Tipp. Ich tippe 2-1 so, fertig aus. 2-1? Ja, ganz stumpf. Und wenn ich falsch liege, falsch, dann auch nicht anders. Und ich tippe 2-2. Das wird dieses Mal wieder anders ausgehen. Ich habe so ein Gefühl, aber ich finde. Das weiß man nie. Für mich ist es diesmal sehr schwer gewesen, ehrlich, muss ich sagen. Ich ja, da nicht so ganz das stimmt. Substanz, ne? So, fassen wir noch mal eben schnell die Tipps zusammen. Berlin-Hoffenheim 1-2. Bayern Augsburg 2-0, Freiburg Bremen 1-2, Hamburg Köln 1-3, Leipzig Darmstadt 2-0, Schalke Dortmund 1-2, Frankfurt Gladbach 1-1, Ingolstadt Mainz 2-1 und Leverkusen Wolfsburg 2-2. Und dann jetzt kommen meine Tipps dazu. Berlin gegen Hoffenheim ein 1-1, Bayern gegen Augsburg ein 3-0, Freiburg gegen Bremen ein 1-2, Hamburg gegen Köln ein 1-2, Leipzig gegen Darmstadt ein 2-0 und Schalke gegen Dortmund ein 1-2. Frankfurt gegen Gladbach ein 1-2, Ingolstadt gegen Mainz ein 1-1 und Leverkusen gegen Wolfsburg ein 2-1. Jawohl. Schreibt uns eure Tipps und in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Und was ihr nicht wisst, wir werden jetzt noch gleich ein zweites Tippspiel aufnehmen, da nächste Woche englische Woche ist. Und da ist, so haben wir jetzt gedacht oder so habe ich gedacht und entscheide das jetzt für uns beide, dass Unfug ist, wenn wir am Freitag oder Samstag dann tippen. Und wir können dann nur auf ein paar Spiele zugreifen und nicht auf alle. Es ist entweder schlauer, entweder greift man auf alle Spiele zu und dann kommt erst nächste Woche oder am Sonntag halt spät das Video oder halt eben am Freitag oder Samstag. Deswegen haben wir so gedacht, tippen wir einfach dann so, ohne dass wir auf Ergebnisse zugreifen. So. Ja, gut, tippen wir einfach so frei raus. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde und. Bis Freitag oder Samstag. Ich denke, es wird Samstag. Ciao. Ciao.